Hallo meine Lieben, ja, wie ihr seht, sitze ich gerade in meiner wunderbaren neuen Reisehängematte und habe gerade so ein bisschen mal wieder über das Leben nachgedacht und ja, mir ist heute auch wieder einfach ja, wieder in den Weg gekommen, wie wichtig es ist, eigentlich unsere Aufmerksamkeit auf Positives zu fokussieren. Und das wollte ich gerne einfach nochmal so in Erinnerung rufen, weil wir ganz oft uns, sei es jetzt durch Nachrichten oder durch Dinge, die uns passieren und erleben, kommen wir so in so einen Strudel manchmal hinein und machen uns Sorgen für andere, manchmal auch für uns selber, weil wir vielleicht auch nicht so tolle Nachrichten bekommen. Und ja, und deswegen glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns trotzdem immer wieder daran erinnern, eher auf Positives zu nachzudenken, also uns bewusst zu machen, für was bin ich dankbar, für was, was gibt es an positiven Dingen in meinem Leben, sei es jetzt die Menschen in meinem Umfeld oder ist es irgendwas Tolles, was mir passiert ist. Und wenn es einfach nur ein Mensch ist, den man trifft, der einen anlächelt, auch das ist einfach was Positives, wo wir uns selber auch in eine positive Schwingung bringen. Und das ist halt, wenn ich jetzt aber ja, mich quasi auf die Nachrichten konzentrieren, wie schrecklich die Nachrichten sind und wie schrecklich das Umfeld drumherum ist oder das, was da gerade passiert, dann geht meine Energie komplett darauf und deswegen geht meine ganze Energie in dieses Negative und dadurch wird das eigentlich viel größer, als es vielleicht eigentlich ist. Und oft ist es doch so, dass wir, wenn wir was nicht so Schönes um uns herum haben, ja, desto mehr Kraft wir dem Ganzen geben, desto mehr, desto größer wird es und desto erdrückender wird es, ja. Und vor allem gerade bei Dingen, an denen wir sowieso nichts ändern können, ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einfach schauen, wo sind die positiven Dinge um mich herum und was hilft mir, da ins positive Denken hineinzukommen, damit ich dem Kraft gebe, damit ich nicht den anderen, negativen Dingen einfach Kraft gebe. Ja, das wollte ich euch einfach nur heute mal mitteilen hier von meiner Hängematte aus. Und einfach auch mal dieses neue hier von Facebook Live mal testen. Von dem her, hallo an alle, die da sind. Schön, dass ihr live mitguckt. Ich hoffe, ihr könnt auch ein bisschen diesen wunderbaren Freitag genießen. Und ja, da möchte ich euch auf jeden Fall ein ganz, ganz wunderschönes Wochenende wünschen. Genießt das Leben und bringt einfach euren Fokus auf was Positives. Vielen, vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao.